Ich kann Sie gut hören, wer ist denn da? Ja, Lukas Holzner spricht am Apparat, lieber Herr. Und ich vertrete die Firma von Elliptic AG. Habe ich den Herrn Ebert Ixorn am Apparat? Ixorn ist hier, genau, der Burgherr. Was möchten Sie denn? Also, ich hätte mit Sie, lieber Herr, einen kurzen Gespräch gehabt. Ich habe nämlich eine sehr wichtige Anliegen für Sie hier liegen. Aha. Möchten Sie sich das anhören? Das kommt drauf an. Ja, ich könnte Ihnen das mal kurz erklären und dann können Sie schauen, ob Sie da Interesse haben oder nicht. Ja, ja. Es geht ja, okay, Ixorn, es geht ja darum hier, dass ich habe hier von 2013 hier eine Anliegen offen, die Sie angeblich oder vielleicht schon investiert haben, eine kleine Menge an Investitionsanlagen, aber dabei nie eine vernünftige Auszahlung bekommen. Ist sagten Sie 2013? Ja. Puh, keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen her, ne? Deswegen kann man vielleicht das vergessen haben, aber auf das System bleibt alles stehen, ne? Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben einen Auftrag, beziehungsweise wir haben eine Partnerschaft mit der Blockchain direkt und die Blockchain hat uns gesagt, dass wir bei Ihnen melden sollen, damit wir diese Information weitergeben können und natürlich, ob Sie noch Interesse haben, dieses Guthaben auszahlen zu lassen. Wovon sprechen wir denn da? Um wie viel Geld wir sprechen oder was? Genau. Naja, ich würde sagen, also ich habe leider keine vernünftige Information, dafür müssen wir an Ihre Akten schauen später, aber es geht auf jeden Fall um einen fünfstelligen Bereich. Tatsächlich? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich weiß, für manche Kunden ist das natürlich ein bisschen schockiert, weil die meisten haben keine Ahnung davon. Genau. Aber dafür sind wir hier, um ihn zu unterstützen. Das ist gut, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, haben Sie, wir brauchen natürlich, wir müssen eine manuelle Verifizierung machen, heißt gleich, wir müssen erstmal schauen, ob Sie, ne, der Herr Herbert Ixorn sind und dafür müssen wir diese manuelle Identifizierung machen und nachdem wir das gemacht haben, können wir dann sofort mit der Auszahlung starten. Und wie machen wir das? Dafür müssen Sie einen Computer haben oder einen Laptop, das ist egal. Ne? Das heißt, wir verbinden uns dann miteinander und ich bediene Sie. Das heißt, Sie sind der Supportnehmer und ich bin der Supportgeber. Ne? Und somit kann ich ihn bedienen. Ich werde Ihnen zeigen, wo das Geld ist, wie das ganze Geld zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Und dann müssen wir natürlich Ihre Bankkonto verknüpfen, ne? Beziehungsweise die IBAN-Nummer davon nehmen, wo Sie das Geld haben wollen und dann überweisen wir das Geld. Also so einfach geht es. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also was soll ich jetzt machen? Brauchen Sie eine Ausweiskopie? Ja, das brauche ich alles. Aber dafür haben Sie einen Computer zu Hause, einen Laptop oder so. Na klar. Einen Rechner. Ja. Alles da. Das machen. Okay, dann brauche ich natürlich, dass Sie sich von Ihrem PC setzen. Haben Sie jetzt ein bisschen Zeit? Ja, ich bin da. Wunderbar. Dann öffnen Sie mal bitte Ihren Computer oder Laptop, was Sie auch immer haben. Aufschrauben oder was meinen Sie? Den Computer anmachen. Startklar machen. Der ist an. Okay. Kennen Sie sich damit ein bisschen aus mit dem Computer oder? Boah, nicht so, ne? Ich nehme das eigentlich zum Lesen und zu Verhörbücher. Okay, gut. Dann gehen Sie mal bitte bei Google. Ja, bei Google Chrome. Nee, ich nutze den Internet Explorer. Okay, Internet Explorer, das ist egal. Ja, ist gut. Und jetzt tippen Sie ein AnyDesk. Das heißt einmal Anton Nora Y. Oh. So viele Worte? Ja. nein, nicht so viele Worte. Ich buchstabiere ja. Es ist ach so. Ne? Aber ich buchstabiere, damit Sie wissen, welche Buchstaben Sie schreiben sollen. Einfach Anton Nora Y. Also A-N-Y. Ja. Und dann Desk. Einmal Dora Emil Siegfried Kaufmann. Ja. Haben Sie? Na klar. Haben Sie jetzt, steht da AnyDesk Download oder herunterladen? Da steht, diese Seite birgt für unauthentifizierte Nutzer ein Risiko. Wollen Sie fortfahren? Ja. Da klicken Sie mal schon da. Vielleicht ist das wegen der Virenschutz. Ja. Da steht jetzt, wer das liest, ist doof.
Was soll mir das sagen? Ja, das kann ich, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum nicht? Das können wir. Also, da muss eigentlich Anydesk stellen. Anydesk herunterladen oder Anydesk Download oder sowas. Nee. Stimmt gar nicht, ne? Ich verstehe das alles gar nicht. Sind Sie gerade bei Google? Nee, ich bin hier bei mir zu Hause. Ja, ja, ich meine ja. Ich meine ja, ob Sie auf Ihrem Laptop bei Google sind, ne? Ja. Okay. Haben Sie eine Desk drauf geschrieben? Ja, ja, natürlich. Sie auch? Was kommt da jetzt? Da kommt, wer das schließt, ist doof. Oh. Kai-Uwe Meier war hier, steht da. Ist das vielleicht gerade kaputt? Hallo? Ja, hören Sie mich? Ich höre Sie. So. Wenn Sie bei Anydesk, beziehungsweise wenn Sie bei Google sind und Anydesk eingeben, dann muss er eigentlich bei Google kommen, beziehungsweise bei Internet Explorer, da ein Suchergebnis. Doch, ich weiß ja, es doch auch nicht, junger Mann. Und wenn Sie das nicht sehen, dann weiß ich auch nicht, was mit Ihrem Laptop los ist, ne? Na, der beschützt mich wahrscheinlich einfach nur vor Telefonbetrügern. Okay, und was soll das jetzt bedeuten? Es ist schon die Acrylfarbe. Ich kann sie leider nicht verstehen. Das glaube ich. Wie lange machst du das schon? Und aus diesem Grund kann ich ihn hier auch nicht weiter unterstützen, denn ich verstehe einfach nicht, wo. Ja, du bist ja auch dumm. Moment, das steht ja. Okay, wenn sie das so meinen, dann ist es halt. Scheiß Telefonbetrüger. Geh dir mal richtige Arbeit suchen, du Schwein, du Dummes. Die Wortweise, die Sie benutzen, ist leider außerhalb meiner Denkweise. Und naja, du kannst außerhalb von Anydesk gar nicht denken, du Trottel. Kriminelles Schwein, du Dummes. Geh dir mal richtige Arbeit suchen, deine ganze Familie schämt sich für dich. Das Gespräch wird aufgezeichnet, lieber Herr. Ja, das ist gut. Falls Sie weiterhin uns beleidigen, dann wird das natürlich auch weitergehen. Ja, Pimmelpirat, okay. Eunuch im Neoprenanzug, Schwanzraspel. Wie viel Geld wurden Ihnen denn beklaut, dass Sie so reden? Gar nichts. Ich bin ja nicht so dumm und lass mich reinlegen. Ja, wenn Sie so schlau wären, dann wären Sie wahrscheinlich nicht so frech zu den anderen Menschen, die Ihnen einfach helfen wollen. Ne? Helfen wollen, na klar. Organisierte Kriminelle wollen mir helfen, aus der tiefsten Güte ihres Herzens. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen alles Gute, ja? Such dir mal richtige Arbeit, geh mal zur Schule, du Schweinehund. Okay, dann ist das halt so. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Verpiss dich endlich. Ja. Los. Ja, alles gut. Schabuck. Was soll das heißen, Schabuck? Weißt du genau, los. Ich verstehe sie nicht, ich kann leider nur Deutsch, ne? Ja, das hört man, dass du nur Deutsch kannst. Ja, von daher, falls Sie einer Ausländer sind und eine andere Sprache kennen, dann kann ich Ihnen hier da nicht weiterhelfen. Ne? Ja, du kannst Leuten mit gar nichts weiterhelfen, weil du nicht zur Schule gegangen bist, nicht studiert hast, keine Ausbildung, du bist einfach nur kriminell, das bist du. Ja, und weil Sie so reden, wird das weitergehen und vielleicht bekommen Sie eine Anzeige. Ja, bitte, zeig mich an. Das läuft auch gerade live auf YouTube, du Vollidiot. Wunderbar, dann sollte das auf YouTube weiterlaufen. Ja? Alle danke fürs Einverständnis. Nicht, dass ich es bräuchte, aber it's nice to have. Wunderbar. Vollidiot, du Dummer. Ja? Wie lange machst du das schon? Sie kommen aus Berlin, oder? Natürlich. Wunderbar, okay. Dann, wir sehen uns ja bald, okay? Ja, los, wo wollen wir uns treffen? Mariendorfer Damm 179, komm.